Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Mega Man 6. Jawohl, wir machen weiter mit Plant Man. Ba 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 ba. Bidi chibidau. So. Wir nehmen das Power Upgrade. Bam. 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 Oh, nicht getroffen. Bam, nicht getroffen. Bam, getroffen. Bam. Und weg. So, dann sind wir wieder ein Leben mehr. Gott sei Dank. Wow, was mache ich denn da? So. Und da sind wir auch schon durch. Eddie, was hast du? Oh, die Tank, du bist der Beste. Du bist der Coolste. Jawohl. Und weiter geht's. Diese komischen Viecher, wie ich die hasse. Ah. Komm, hau doch ab. So. Okay. Wir nehmen die Tank her und bleiben beim Powerful. Jetzt haben wir wieder so einen komischen Affen. Die kann man am einfachsten besiegen, indem man ihn mit der Powerful Ammo von Rush besiegt. So, yes. Huh. Generell ist es eigentlich ziemlich praktisch. So, jetzt brauchen wir einen Booster. Um die Plattform erstehen zu lassen. Hat. Hoch, rüber, rüber. Go. Go! Go! Boing! 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 Hui. Jawohl. Jawohl. Glück gehabt. So, jetzt nehmen wir natürlich Blizzard. Ich weiß nicht, Fireman könnte wahrscheinlich auch gut funktionieren, aber Blizzard weiß ich, dass es effektiv ist. Ba-ba-ba. Oh nein, Plant Man, was machst du? Okay, der will mich natzen. Der will mich so richtig hernatzen. Ich merke das schon.
hasse das, wenn Bosse so ganz komisch umherhüpfen, was sie eigentlich gar nicht machen sollten. So, Plant Man. What the hell? Weil der Boss so an sich eigentlich voll easy ist, aber der hat mich gerade so blöd erwischt. Ne? Und jetzt haben wir auch den Rush Chat Adapter. Bam, 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 bam. So. Ab zu Tomahawk Man. Bam, 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 bam. So. Das war der Rush Chat. Powerful. Arr. Bam. 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 Jawohl, da ist ein E-Tank versteckt. Yeah. Das Schild machen wir kaputt. Und weiter. So. So geil, wie ich die einfach zurückboxe. Wie die Dogs das abwehren können. What the hell? Eddie? Bitte aufladen einmal. Nein, doch nicht so, du Depp. ich glaube, ich gehe oben rum. So. Jetzt sehen wir auch mal den Chat-Übersatz. Hey, Rush ist jetzt so eine Schubdüse. Leider ist er nicht mehr ganz so krass wie früher. Yeah. Aber dennoch recht gut. Au. Oh, ich hab bloß noch einen Strich. What the hell? Ah. Ich bräuchte mal ein bisschen Energie. Das wäre sehr liebenswürdig. Warte mal. Ein zerbrochener Stein. Das heißt, das kann, da kann ich rein. Bam. Bam. Hallo? Warum geht das nicht? Bam! Geht doch! Protoman? Ich hab irgendwas bekommen. Okay. Weiß ich gar nichts davon. Okay. Nehme ich. Wird schon richtig sein, wenn es vom Protoman kommt. Noch ein und ab nach oben. Und hopp. Yay.
Au. Na, na, na. Au. Immer diese Pissbirnen. So. So, hier rüber. Boah, schnell hier durch. So, gehen wir einfach mal hier. Wie ich da einfach runterfalle. Jetzt habe ich gedacht, jetzt entkomme ich dem vielleicht, aber irgendwie doch nicht. Und, okay. Ah, Mann. Nein, du erwischst mich nicht. Du erwischst mich auch nicht. Aber du, ah, verdammt. Nein, ah, verdammt. Wie viel Leben habe ich denn eigentlich noch? Oh, mein letztes Geilo. Mann. Das heißt... So. Ich weiß nicht, ob das ein Alternativweg ist oder ob das. Nee, Tomahawk Man kommt da schon. Ach, come on. Es war doch so klar. Ausgerechnet jetzt. Jetzt hüpft er, wo ich weghüpfe. Es war doch so klar, Leute. Es war doch so klar. Okay. Dann eben nochmal. Powerful. Major Man. Bam. Au. Bam. Bam. Hier, die Tank. Und weiter. So. Yay. So. Mal weiter. Oh Mann. Immer diese Doktoren, ey. Das ist echt schlimm, Leute. Das ist richtig schlimm. Komm, Eddie. Komm an, komm an. Jawohl, brave Eddie. Einmal oben rum bitte. Da oben ist nämlich auch nochmal ein E-Tank. So, perfekt.
Und wir nehmen Flame Man. Machen das Ding wieder hier kaputt. Und noch ein extra Leben dazu. Yay, coolo. Nein, das ist das Falsche. Ich wollte eigentlich Chat. Au. 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 Das ist nicht gut. So. Okay. Okay. So, jetzt machen wir Tomahawk Man. Let's go. Ja, das letzte Mal ja auch richtig gut dabei eigentlich. Bis auf das, wo er dann gemeint hat, er muss jetzt halt unbedingt einen auf cool machen. Auf ganz krassen Typ. Yes, geht doch. Oh yeah. So. So, jetzt haben wir alle Upgrades, glaube ich. Und wir haben Tomahawk. Oh yeah. Und jetzt kommt Diamato Man. Der Nemesis aus Mega Man 6. Der ist echt böse. Der ist richtig böse. Oh, come on. Yay. Und da ist eine bröckelige Wand, das heißt, dass wir uns, wir hauen uns durch natürlich. Bam. 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 What the hell? Da brauche ich definitiv Mega Man. Okay, Hammer. Oh yeah, ein E-Tank, E-Tank. E-Tanks nehmen mich gerne an mich, denn da gehe ich voll schnell, Mann. Hat nicht so gepasst, aber egal. Warum nicht? Na komm. Und unten rum. Ich werde es wahrscheinlich bereuen. Das ist auch das einzige Mega Man, glaube ich. Von den alten Teilen. Ja. Da wo man mehr so richtig mehrspurig gehen konnte. Ich konnte mich jetzt sogar über mehrere Wege ja schon fortbewegen. Da 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 da
Okay. So, und jetzt kommt Yamato Man. Voll der komische Name. Yamato! Yamato Man. So. Er springt immer ein so ganz komisch an. Und das ist immer das Schlimme bei dem Kerl. Yay, yay, yay. Oh yeah, wir haben Yamato Man besiegt und kriegen so. Keine Ahnung, was für eine Waffe wir kriegen. Das schäme ich eher. Irgendwas Speerartiges. Ein speerartiges Projektil wahrscheinlich. You Spear. Genau. Okay. Okay, liebe Leute. Das war's dann für diesen Part von Mega Man 6. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin, haut raus und bye bye.